Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wir befinden uns gerade im Motor-Inn, wo Glenn beim letzten Mal auf der Suche nach Benzin war, allerdings dann von einigen Beißern, die wir hier sehen können, überrascht wurde und sich versteckt hat und dann Verstärkung angefordert hat, in Persona von Lee und Carly. Und dabei hat Glenn noch festgestellt, dass da oben, irgendwo da oben rechts im Gebäude, noch eine Überlebende ist. Und die wollen wir jetzt versuchen, irgendwie zu retten. Carly hat natürlich eine Waffe bei sich, aber hier sind einige von diesen Beißern. Und die dürfen uns natürlich nicht entdecken. Wir müssen relativ lautlos vorgehen, aber quatschen wir erstmal mit den beiden hier. Okay, viel haben wir nicht zu sagen. Was haben wir denn hier? Ein Kissen. Keine Ahnung, ob wir es irgendwie gebrauchen können, aber... Beim Tod drücken. Okay, so sinngemäß hat Kali jetzt gerade gesagt, viel Spaß beim Einschlafen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das war jetzt auch gerade etwas komisch übersetzt, aber hier links scheint es sonst nichts zu geben. Können wir hier rechts lang? Ah, da könnten wir zu dem Wagen, zu dem Truck hinlaufen. Ausgerüstet mit einer Fernbedienung und einem Kissen. Oh, sieht er uns? Nee. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. You need to find a weapon. Was haben wir denn hier? Der Junge, sollst du mal da reinschauen. What? Also, muss erstmal nach oben drücken. Okay. Oh, da haben wir doch was. Schraubenzieher. Und man hört die Walker. Wir könnten versuchen, die Scheibe einzuschlagen mit dem Kissen. Können wir das wahrscheinlich nicht machen. Probieren wir es einfach mal. What are you gonna do with that? Tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise and none with pillows. No pillows. Och man, keine Kissen. Okay, das hilft uns hier also nicht weiter. Nein, du sollst nicht zurück. Was haben wir denn hier? Den Zombie. Okay. Aber was wollen wir ihn mit dem Kissen erdrücken, oder was? Ah. Ein kleiner Schalldämpfer. Und sie haben uns nicht wirklich bemerkt. Sehr schön, das hat schon mal gut geklappt. Wir haben jetzt wieder einen neuen Wagen, den könnten wir jetzt drücken. Auch wenn wir uns jetzt mal hier umschauen. Okay, da scheint auch die Handbremse angezogen zu sein. Dann öffne mal die Tür, mein Freund. Was denn da? Eine Zündkerze. Boah, wir nehmen alles mit, was man kriegen kann. Keine Ahnung, was wir damit anfangen können, aber wir werden erstmal den Gang wechseln. War nicht die Handbremse, sondern der falsche Gang. Okay, wenn du das sagst, Glenn. Und jetzt sollten wir doch den Wagen drücken können. Ah, ich verstehe. Und er ist natürlich nicht so clever, um da noch auszuweichen. Nein! Das ist awesome! Awesome! Und auch das lenkt die anderen Beißer nur geringfügig ab. Sehr schön. So, gucken wir jetzt nochmal durch das Fenster. Ja. Vielleicht meinte Glenn das vorhin mit Werkzeug. Und ja, wir können tatsächlich hier die Zündkerze für das Fenster benutzen. Oder auch nicht. Zünder. Okay.
Ja, probieren wir das doch mal. Aber auch nicht genügend Ablenkung. Sehr schön. Jetzt können wir den schönen Schraubenzieher hier nehmen. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Sehr schön. Da bin ich einer Meinung mit Glenn. Jetzt können wir erstmal wieder, ich denke mal von der anderen Seite jetzt, zu dem Typen da laufen, vor dem Wohnwagen. Wenn wir dann hier links jetzt lang laufen können. Ja, tatsächlich. Können wir zum RV rüberlatschen. Hoffentlich ohne, dass der uns bemerkt. Ja, das sieht gut aus. So, was machen wir jetzt als nächstes? Ach, da ist auch noch einer. Den können wir eventuell mit den Schraubenzieher eins verpassen, oder? Ah, erstmal gepfiffen. Und wenn er gleich jetzt in der Nähe ist, ab ins Herz. Okay, ins Herz bringt nicht so viel. Lieber ins Auge. Das kann doch ins Auge gehen. Oh, und da ist der andere. Wow. Das war knapp. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sogar alle bis auf den hier ausgeschaltet. Und ich denke mal, so eine schöne Axt ist besser als so ein Schraubenzieher, oder? Deswegen kannst du den Schraubenzieher gerne behalten. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Ah, Glenn gefällt mir irgendwie. Dann nimm mir die Axt doch mal gerne mit. Two more. That should help. Ja, Glenn ist schon ein ziemlich cooler Charakter, den man ja auch aus der TV-Serie kennt. Auch da einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Okay, we'll be right behind you. Hat einen asiatischen Touch, den man hier während des Spiels allerdings nicht wirklich erkennt. Die Ähnlichkeit zur TV-Serie ist ziemlich gering, ähnlich wie bei Hörsteller schon der Fall war. Also viel Gemeinsamkeiten vom Äußerlichen hatten die da nicht. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder zwei weiter niedermetzeln. Ja komm. Man kann auch nicht schleichen oder sowas. Na komm. Hallo? Müssen wir erstmal warten, immer bis der Hotspot da auftaucht. Hol aus und nice. So, dann schauen wir mal, wer hier drin sich verbarrikadiert hat und ob wir der Person, dem Mädchen, noch helfen können. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Ob das so eine gute Idee ist? Noch mehr Leute in die Gruppe aufzunehmen. Wir sind ja schon. Da sind ja schon ziemlich viele Leute. Oh Gott. Oh Gott. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. Could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Come with us. We will find you some help. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. I can just, you know, end this, and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic.
Ja, da sie gebissen ist. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No! Komm, Kale. Genau, dann schießt du auf sie. Then shoot her. Huh? I've seen what hell is like and it's coming back as one of those things. Shoot her! Help her out here. You're insane! Just take this thing. Okay, Kali doch überzeugt. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. I think this is the right decision. I'm here with you. You're a good man. Natürlich eine harte Entscheidung, aber sie war gebissen. Und wir wissen alle, was das bedeutet. Und so fahren wir jetzt wieder zurück in die Stadt. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. And, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Dazu brauchen wir allerdings immer noch einen Schlüssel. Und wir haben keine Ahnung, wo sich dieser befindet. Können wir nochmal mit den Leuten hier quatschen? I'm gonna get back to him. Ne, sieht nicht so aus. Keine neuen Dialogoptionen. Da quatschen wir mal mit Clementine. Da ist sie. Gibt's da irgendwas Neues? Oh ja. How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. Das ist doch schön. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay, same. You're my guy? Oh, no, you know. We're gonna try to take care of each other. Yes, deal. Let me know if you need anything. Okay. Ist schon süß, wie die beiden da miteinander umgehen. Aber wir können jetzt nochmal mit Glenn quatschen. Mit ihr haben wir überhaupt noch nicht so richtig geredet. How you doing, Glenn? You know. Nicht besonders gut. Schockiert wegen der Sache gerade. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess, but that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know. You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? She didn't want to live. She would have found a way to end it. I guess. You can't make someone fight. We gave her the least painful option. Das ist wohl wahr. What's your story, Glenn? I deliver pizzas around here. I brought a couple to the Everts a few times. Sorry. I mean the folks that own this place. Just really good people. It sucks seeing this place like this. Isn't that the truth? Glenn ist also auch ein Macon Boy. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Huh. Yeah, right. Ja, der gute Glenn. Mit den Nerven auch am Ende. Der ist ansonsten, wie ich finde, aber relativ locker, nimmt diese ganze Sache hier. Können wir mit Kali nochmal was bequatschen? Grins. Die Story des Jahrhunderts, hm? Story of the century here, huh? Yeah, and I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio. That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. I better get back to it.
Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Ich glaube, Journalisten wird das Land in nächster Zeit nicht mehr gebrauchen können. So, haben wir jetzt hier noch irgendeine Option? Hier bei den ganzen Regalen und so weiter haben wir uns ja eigentlich schon gründlich umgeschaut. Da ich nicht glaube, dass im Büro noch was zu finden sein wird, könnten wir jetzt mal mit Duck rausgehen. Good. Wanna go have a look around outside? Jetzt schon. Sehen wir uns mal um. Let's have a look around. Okay. Ganz leise bitte. Jesus. Jo. Aber momentan sind wir zumindest noch sicher. Oh Gott. Eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Ihr seid ja sehr optimistisch, dass das in ein paar Tagen einfach so erledigt sein wird von selbst. Das glaubt ihr doch nicht wirklich selbst, oder? Wie viele von den Viechern hier rumlaufen. Ein Fernsehladen. Da könnten wir was mit der Fernbedienung machen. Baumarkt. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. Not a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. Tja. Aber das sind hier keine Menschen mehr. Das sind einfach nur Viecher mit purem Instinkt zu fressen. Was haben wir hier? Hier haben wir das Schloss. Das finden wir mit der Axt. Fernbedienung. Okay, gucken wir gleich. Finden wir hier noch irgendwas? Vernageltes Fenster. Okay. Was ist das? Gefangener Walker. Everett. Oh Gott. Oh shit. What? Do you know that guy? Kind of me. Has a familiar face. Oh, you're from around here, huh? Could be anybody, you know. They start rotting and get all chewed up and... Shut up, Doc. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. Ich brauche es nicht zu beweisen, weiß es. Denn wir haben... Ach, das Foto haben wir noch bei uns. Aber wir reden jetzt erstmal mit Doug, mit dem haben wir auch noch nicht so wirklich gequatscht. You end up here. I moved here to live with my uncle. He does tech stuff and it just made sense. So you're local. You probably knew the owners of this place. No, not really. I've only been here a couple months and I spend a lot of time... On the computer? No, just doing my own thing. What about you? Vor allem auf dem Computer. Also die Übersetzung an manchen Stellen. Etwas witzig, aber besser als es auf Englisch zu spielen. I grew up here. Been trying to get home since the day I came back. Oh, so you probably knew the owners then? Yup. Yeah, I did. Good people. Übel, übel. Da haben wir noch einen Ziegelstein. I can't reach that brick. Willst du mich verarschen? Da kannst du auch locker deine Hand eben rausstrecken und den Ziegel erreichen. Aber naja. Was tun wir? Komm, ich werde das Foto anklicken. So, nein! Ja, das wissen wir doch mittlerweile schon. Na, hab ich's doch angeklickt, okay. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make.
Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. Okay. Wouldn't be long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Ablenkung schaffen. Wir haben auch eine Fernbedienung bei uns. Benutzen wir die doch einfach mal, wa? Vielleicht können wir irgendwie die Fernseher einschalten. Nee. You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Just hope the power is still on. Ein absoluter Nerd. You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. Well, fucking done, Doug. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Ah, sie that got a few of them bemerken es auf jeden Fall. Aber fühlen sich davon nicht angezogen. Damn it. Aber da sieht man mal wieder, es tut immer gut, so einen Nerd in der Gruppe da zu haben. And I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Ah, da ist noch ein Glas davor. Das könnten wir eventuell I can't reach that brick. Entfernen. Aber dazu müssen wir erstmal den Ziegelstein irgendwie erreichen. Versuchen wir doch einfach mal das Schloss zu öffnen, Doug, oder? You wanna get this door open? About that. You've got the combo, right? No. Did anyone ever have it? Look, man. There were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Na toll. Okay, die Kombination haben wir nicht. Wir könnten sie natürlich mit der Axt zerhacken, dieses Schloss. Würde natürlich ein bisschen Lärm machen. Was können wir denn da mit der Fernbedienung jetzt noch machen? Open Sesame. That won't work. I was kidding. Einfach nur geil. Ach, ich liebe diesen Humor in diesem Spiel. Trotz dieser ernsten Lage noch so einen Witz zu reißen. Gut, dann müssen wir wohl das Schloss mit der Axt entfernen. Aber ganz leise. Awesome. So, jetzt können wir aber doch den Ziegelstein da endlich erreichen, oder? Ach Junge, dann steht das Tor halt erstmal ein bisschen auf. Boah, Alter, der eine steht ja fast neben dir. Das ist ganz schön riskant, mein Guter. So. Und ich denke, können wir mit dem Ziegelstein noch irgendwas anderes machen? Zack an den Kopf werfen? Those things like TV. Or at least the sound of it. If they were louder, we might be able to clear the street. Ja, das machen wir doch gleich. What's everyone like in there? Oh, well, Carly's pretty nice, you know. Yeah. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And her dad. Yeah, that guy. He's kind of a dick. Pardon my French. Nö, nö, brauchst du nicht zu entschuldigen. Let's head back inside. Nein, du sollst wieder hineingehen. Alter, nein, das war jetzt so nicht geplant. Und die lassen das Tor einfach natürlich auch noch so offen stehen. Nein, 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 da stand, geh wieder hinein. Das hieß für mich, dass Doug wieder alleine reingehen soll. Deswegen gehen wir nochmal wieder raus. So, und schmeißen jetzt mal diesen Ziegelstein gegen das Glas. Muss aber ziemlich genau werfen, Lee. Perfekt. So, und jetzt fühlen die Zombies sich doch schon mehr angelockt vom TV. Läuft wahrscheinlich gerade RTL. RTL, mein Niveau. Ja, da stehen sie alle. So, und jetzt können wir hier rüberlaufen. Be careful. Keep an eye out, will you?
if you were there, you would have died for them. So, yeah, I'm gonna assume that's what happened. Did you find them yet? Give me a second. Schrei noch mehr rum, ey. Oh, ist das bitter, seinen eigenen Bruder jetzt zu töten. Okay, er ist ja eigentlich schon tot, aber... Oh, ist das übel. Wow. Alter. Und nochmal drauf, ey. Alter, zieh doch auf den Kopf, Lee. Oh, nicht immer auf den Hals. Und stellt euch jetzt mal vor, das Spiel hätte eine realistische Grafik. Und jetzt haut er ins Gehirn. Oh. Das wäre ja schlimmer als jeder Saw-Film. Hauptsache er hat jetzt auch die Schlüssel bei sich. Jo. There we go. Wie sind die denn jetzt auf einmal auf uns aufmerksam geworden? So, schnell zurück, Tür zu. Na, hoffen wir mal, dass das Tor jetzt hält. Auf jeden Fall haben wir jetzt die verdammten Schlüssel. Man, that was close. Ja, das kannst du aber laut sagen. Got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. I know. So, jetzt haben wir also den blöden Schlüssel und können in die Apotheke eintreten. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead.